Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man Dr. Finals Revenge, ein Mega Man Hack vom Final Level Gamer. Den Link werdet ihr unter jedem Part von diesem Projekt hier unterhalb in der Videobeschreibung sehen. Und ich habe Anfang der letzten Folge über Hotaru Tome gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie sie überhaupt aussieht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich jetzt ein Bild davon einblenden. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. So, wir machen hier weiter mit Mega Man. Ich behämmer da Vollkoffer, drück immer und immer wieder den falschen Knopf. Jedes Mal. Ich glaube, ich habe mich hier auf Elegman angesteift, genau. So, an sich ist das ja nicht schwer. Mal ganz im Ernst, Pipifax. Ich stelle mich nur verdammt blöde an, weil ich die Gameboy Mega Man Mechanik nicht im Kopf habe. Damit meine ich generell, weil das ist das erste Gameboy Mega Man Spiel, das ich spiele. Und der Final Level Gamer hat mir ja schon unter dem ersten Part ein paar Details geschrieben. Und das klingt recht interessant, was er da geschrieben hat. Diesbezüglich werde ich vielleicht doch den einen oder anderen Originalteil dieses Spiels spielen. Wow, wer weiß, aber ich habe sowieso mehr als genug Projekte schon im Voraus geplant. Ungefähr 50, 60 Stück. Und ja, das ist eine Menge Holz. Mein Kanal wird die nächsten 2-3 Jahre nicht aussterben. Jedes verfickte Mal. Oh, jetzt schon nach fast 2 Minuten böses Wort. Uiuiui, dieses Let's Play wird böse. Ey, in den kleinen Zeh. Ah, ich bin Mega Man, ich piek's mir in den kleinen Zeh. Oh, voll in den Arsch. Oh, tut mir das leid. Oh. Final Level Gamer, ich drück den falschen Knopf. Ihr merkt, ich hab gute Laune. Oh, wenn ich dich sehe, Final. Ich rupf dir deine Wimpern aus. Ja, letztes Mal die Augenbrauen, jetzt die Wimpern. Bald hast du überhaupt keine Gesichtsbehaarung mehr. Der Bart ist das nächste, was dran glauben wird. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt Bartträger bist. Und falls ja, dann gebe ich dir Haarwuchsmittel. Dann wächst dir so ein Miraculix-Bart. Und dann jedes einzelne Haar einzeln rauszupfen. Ach, das wird geile Folter. Aber egal, wir sprechen jetzt nicht drüber, wie wir dein Final Level Game am besten foltern können. Sondern wie Mega Man diese Stage schaffen wird. Hoffentlich. Und hoffentlich auch ohne Safe States, da ich mit Safe States Einsetzung nicht bewandert bin. Ja, das meine ich ernst. Ja! Denn das mit dem Schnellspeicher setzen, laden und so, das kann ich überhaupt nicht. So. Ja, LKW fahrt raus herum, geil. Wow! Okay. So, aufhalten! Oh! Ich hab gebuttonmashed wie ein Weltmeister. So, buttonmashing heißt ja das, wenn man wie ein Verrückter auf einen Knopf drückt. Komm, 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 komm! Bloß nichts falsch machen, Mega Man. Ja, man hört sowas von meinem Controller. Aber ganz im Ernst, Leute, ist mir scheißegal. Hotaru Tome ist auf meiner Seite! Hotaru Tome ist auf meiner Seite! Sailor Saturn! Jawohl! Hotaru, ich mag dich sehr! Zwischenboss eventuell? Ah, nee, nee, hier ist bestimmt auch alles Instant Death Scheiße. Ich war? Oh! Okay, wie werde ich den Ficker los? Vor allem der Abstand ist viel zu weit weg. Wie soll ich das denn schaffen? Leck mich! Ich springe rüber. Kann ich den jetzt... Ah, wow, Sprite Legs. Sprite Limitation. Er trifft mich. Du Ficker. Egal. Ich bin weitergekommen. Ich habe gerade...
hab gerade einen Run, wollte ich sagen, und dann kommt sowas. Okay, hier war zwischen Safe Point. Ey, ich bin so blöde und springe jedes Mal in seinen Blitz rein. Weil er meint, er muss Zeus sein und mit Blitze schleudern. Jawohl! Geil, sogar ein bisschen Lebensenergie. Hau ab da oben! Ja, toll, gib's mir. So. Jetzt ganz langsam hoch. Und da. Okay. Ach du Kacke! Das wird... Nein! Das wird so bockschwer. Tötet er mich? Oh, hier braucht man Fingerspitzengefühl, Leute. Ah, jawohl! Draufhalten einfach. Shit, wie werde ich die beiden Spasteln da oben los? Die töten mich ja volle Kanne. Vor allem haben die auch einen scheiß Rhythmus. Ja, und wegen diesem Stachelscheiß auch. Ey, geil, Game Over. Diesmal drücke ich den richtigen Knopf. Habe ich irgendetwas? Nee, kein Rush. Ist ja auch Mega Man 1 hier, da gab es noch keinen Rush. Oh, gib's zu, Feind, ich schlag mich besser als du glaubst. Wahaha. Ich werde Dr. Feinde die Unterhose über den Kopf ziehen. Wir hatten das noch schnell immer gemacht. Die Maske, nicht wahr? Also The Mask. Also ihr wisst schon, Jim Carrey und so, die Maske. Der war das, der jeden die Unterhose über den Kopf gezogen hat, nicht wahr? Ich denke schon. Ich fand vor allem das Intro von der animierten Serie von leck mich, von der Maske fand ich so geil. Ja, so geil, wie ich das finde. Vielleicht muss ich doch auf Finals Vorschlag eingehen und Safe States nutzen wie ein Weltmeister. Nee, natürlich nicht. Ich will es vorerst noch so weit wie möglich ohne versuchen. Ich könnte ja einen Vorschlag machen, Final, da ich weiß, dass du das anguckst. Wenn ich nach 10 Videos oder so keinen richtig ersichtlichen Fortschritt habe, dann würde ich vielleicht Safe States benutzen. Vielleicht. Ich weiß, das ist zwar unehrenhaft, aber es ist ein Hack. Und in ein Hack ist es nicht unehrenhaft. So einfach ist das. Leck mich, du Penner! Ja, klar doch. Ach, wie ich das liebe. Habe ich schon bei der Original-Element-Stage auf dem NES geliebt. Einmal getroffen werden, 3 Kilometer nach unten fallen. Ja! Zum Glück ist mir das im Race nicht passiert. Im Race habe ich sowieso eine sehr, sehr gute Mega Man 1-Zeit hinbekommen, meiner Meinung nach. Komm, komm, komm! Ja! Da, 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 da! Ich liebe es! McDonald's. Ich fand den alten Slogan McDonald's ist einfach gut, fand ich viel besser. Ein vielfaches besser sogar. Ich hab nur Leben, ich hält. Eigentlich gleich Instant Death begehen. Ich könnte ja nochmal Fireman versuchen. Weil bei Iceman kommt mir zu viele Scheiße vor. Fireman, habe ich jetzt gerade sogar die Stage vergessen? Okay. Ja! Zumindest minimalster Fortschritt. Ich bin wieder hier, geil. Wie ich diese Stelle doch liebe. So sehr wie ich Makoto Kino liebe. Meine Lieblings-Anime-Figur. Und draufhalten, das war's ja. Boah. Ja, man hört meinen Controller, aber wisst ihr was, Leute? Ist mir fuck egal. Komm, 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 irgendeiner. Natürlich lebt jeder.
So, einer ist schon mal weg. Zweiter ist weg. Jetzt bist nur mehr du da. Ein Auge. So Zyklopenteil. Die Teile haben bestimmt irgendwelche Namen, aber ich habe keine Ahnung, wie irgendetwas aus Mega Man heißt. Ah! Ey, Mega Man, du Spastel. Ich würde am liebsten irgendwas schlagen. Ganz im Ernst, bei sowas habe ich null Geduld. Danke. Schön, dass du es eingesehen hast, Mega Man, aber mit null Leben bringt dir die ganze Scheiße nichts. Ich glaube, der hält vier Treffer aus. Wie mache ich das am besten? Nachher kommt wieder diese eine Stelle da, die mich übelst ficken wird, so wie der Typ hier jetzt gerade. Ja. Und er trifft mich. Wetten, wetten, wetten. Natürlich. Ey, Jackpot. Mega Man gewinnt im Lotto. Was gewinnt er? Nix. Ich hab nach unten gedrückt. Oh. Nächstes. Ich! Jetzt habe ich auch den falschen Knopf gedrückt. Ach Mann, oh, was ist mit mir los? Wem würde ich jetzt am liebsten schlechten? Den Final Level Gamer, ganz genau. Was gibt's heute? Final Steak mit Level Soße und Gamer Pommes. Hey! Was für ein Schwachsinn laber ich? Bin ich nicht mehr ganz mal bei Trost? Mein lieber Herr Smee? Natürlich nicht Smee. Weiß, woher das ist. Du bist wohl nicht mehr ganz bei Trost, mein lieber Herr Smee. Sollte an sich jeder kennen. Wer es nicht kennt, ist eine arme Sau. Ich sag's einfach. Peter Pan. Eine Romanfigur. Die kleine Prinzessin Sarah ist auch eine Romanfigur. Oder besser gesagt von einer Romanfigur abgeleitet, nämlich von Sarah, die kleine Prinzessin, glaube ich. So wie fast alles im World Masterpiece Theater. Wow. Und aufhören! Ey, du Penner, draufhalten! Wenn Mega Man nicht so arschlos langsam ballern würde, kauf dir mal ein Maschinengewehr. Geschehen war mehr, genau. Maschinengewehr. Ey, so eine. Wie in Halo, da gibt's auch mehr als genug. Zum Beispiel das Sturmgewehr oder die Maschinenpistole. Guck dir was vom Master Chief ab, der ist Mega Man so sehr überlegen. Der hat wenigstens mehr Waffen, der kann sogar mit Partikelschwert der Allianz umgehen. Und was kann Mega Man? Nix, ich hab nur mein Bester. Und ich kann Fähigkeiten anderer Leute klauen. Naja, nicht Leute, aber... Ey, jedes Mal. Nicht Leute, aber Roboter. Wenn er Fähigkeiten anderer Leute klauen könnte, dann würde er von den Zählerkriegern auch die Fähigkeiten klauen und dann so Feuerball fliegt. Bams. Dann würde Mega Man mit Feuer spucken, obwohl. Fireman. So, und nach unten. Jawohl, ja. Leck mich, du Scheißteil. Falsche Richtung, du Ignorant. So, zuerst nach oben und umdrehen. Nein. Trifft er mich? Trifft er mich? Nö. Riskieren oder nehmen wir sich? Riskieren! Wow. Da muss ich raufheizen wie ein Weltmeister. Was habe ich auf einmal mit diesem Spruch? Wegspringe! Ey. Ich stelle mich echt an. Man merkt, dass dieses Spiel blind ist. What? Komm schon. Das ist nicht so schwer, Mega Man. Was stellst du dich an? Wie so ein kleines Kind. Wie alt ist Mega Man? Wahrscheinlich ist er auch noch ein Kind. So, aufhalten und dann wieder abhauen. Natürlich zuerst umdrehen, genau. Abhauen. Ja, Zyklopen, Arsch. Warum ballert Mega Man so langsam? Stehe ich jetzt schon gut genug? Ich weiß gerade nicht. Ich teste was. Ja, ich würde gut genug stehen. Okay.
Okay, warten. Ich muss es so dämlich jetzt machen. Es geht nicht anders. Oh, dann kann ich jetzt mal diesen Sprung schaffen. Oh! So viel zu den Safe States. Sonst hätte ich einfach da oben in Safe States gesetzt und zack, boom. Hätte ich keinerlei Probleme, aber ich mit meiner Anti-Safe State-Haltung schaufel hier mir mein eigenes Grab. Auf meinem Grabstein wird stehen. Was zum Geier? Habt ihr das gesehen? Ist das normal? Moment. So. Final, klär mich auf. War das normal? Bin ich normal? Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht. Alter! Das kotzt mich so an. Das macht mich aggressiv. Einfach so unterbrechen. Wow. Geht sich aus, aber ganz schön knappe Kiste. Baller nicht so langsam, Mega Man. Das ist eine Täuschung für jedes Maschinengewehr. Das war ein Millimeter zu weit. Final. Ich habe schon wieder einen falschen Knopf gedrückt. Ja. Wenn ich dich finde, Final, ich rupf dich wie ein Federvieh. Ich rupf dich wie ein Hühnchen. Gibt's dich zu Weihnachten als Braten. Oh. Wie gern würde ich jetzt Final ganz fressen? Nee, natürlich nicht. Er hat schon gemeint, er verzieht sich in seinen Atomschutzbunker, aber das nützt ja nichts, Final. Ich hole einfach ein Schlosser, der bricht das auf. Bam. Dann bist du da in deinem Bunker, verkriechst dich in die letzte Ecke und ich so... Ja, Final, nur keine Sorge, ich bin dein bester Freund. Und dann komme ich so Yuno Gasai-Stil, also Miraniki, und bam. Auf einmal liegt Finals Kopf irgendwo in der Ecke. Und dann präsentiere ich ihn auf ein silbernes Tablett, Osoma LP, oder allen Leuten, die ihn, naja, für diesen Hack verfluchen, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehrere Leute gibt, die Final ans Leder wollen, nachdem sie sich diese Tortur angetan haben. Aber naja, ich bin, glaube ich, der Erste. Ein Schuss hat gefehlt. So. Ey! Du Ficker! Ficker! Ja, und ich werde mit in diesen... Oh! Wie weit kann der Spaß gehen? Ja, so weit. Und ich werde in diesem Let's Play nicht mit Schimpfwörtern sparsam sein. Jedenfalls ist es so anhört, als ob ich den Final Level Gamer direkt beleidigen würde. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon alles im Voraus. Aber ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Hack, leck mich doch, noch alles über Final Level Gamer sagen werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bösartige Worte auch fallen werden. Und diesbezüglich, ja, schon mal ein kleines Entschuldigung. So, und hoch! Und aufhauen! Jawohl! Ja, Energie nützt mir zwar einen Scheißdreck, aber... So. Ungefähr hier. Haut ab, ihr zwei Schweine. Ich bin Mega Man! Dr. Light ist ein Spast, weil er mich nur das Zeitvertreib gebaut hat. Selbst Ciel, also aus Mega Man Zero, selbst die hat viel mehr Können als Dr. Light. Immerhin hat sie X gebaut. Oder die X-Kopie. Oder was weiß ich. Ja. Ich mag Ciel aber sehr, sehr gerne. Vor allem nenne ich sie immer Ciel. Weil... der Name Ciel mir bis vor kurzem unbekannt war. Ich habe Ciel die ganze Zeit falsch genannt. Das tut mir leid. Ciel ist cool. Ich mag sie echt gerne. Ich hätte gesagt, sie ist geil, aber sie ist ein kleines Mädchen. Und dann würden wieder gewisse Personen denken, ich soll pädophil oder pädophil. Gibt ja auch so gewisse Leute, die gerne mal solche Scherze machen. Was ich ihnen aber absolut nicht übel nehme, warum auch? Das sind nur Späße, es ist nur Schabernack, hey. Wer da keinen Spaß versteht, der tut mir leid.
So, bitte. Mega Man. Ach, leck mich doch. Ich hol Zero, der bams da durch wie nix. Ja, Game Over, schon wieder. Hey, geil! Ich freu mich. Gut, dann würde ich sagen, das war der heutige Part von Mega Man Dr. Finals Revenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.